Wenn ein neues Bullet Journal auf dem Markt ist, bin ich die Erste, die oberinteressiert ist und sich natürlich das neue Schätzchen zulegen muss. Genauso auch bei dem Leuchtturm-Klassiker, jetzt in Edition 2.0. Hierbei handelt es sich nämlich um das Bullet Journal in Zusammenarbeit mit dem Erfinder des Bullet Journal-Systems, der Bullet Journal-Methode, Ryder Carroll. Komm mal ran, wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Und los geht's auch gleich mit der Banderole. Die ist nicht nur in einem wunderschönen schwarz-rose-goldenen Design, sondern hat auch noch alle Infos inne, die du zum Bullet Journal brauchst. Wir starten mit dem Buch an sich. Bullet Journal meets Leuchtturm 1917 in der Edition 2. Es gab schon mal vorab eine Edition dieses Bullet Journals in Zusammenarbeit mit Ryder Carroll, dem Erfinder der Bullet Journaling Methode. Und dieses hier ist wohl die perfektionierte Edition. Das Bullet Journal ist für 22,95 Euro zu erhalten. Ich habe mich für ein Schwarz entschieden. Das Cover ist ein Kunstledereinband in Schwarz, eine Prägung mit drauf im Bullet Journal Logo. Vom Cover her sind andere Farben erhältlich, im Onlineshop selbst bei Leuchtturm allerdings erst ab Juni 2021. Schönes Rosa, richtig tolle Farben, derzeit war aber nur Schwarz erhältlich und ich wollte euch so schnell wie möglich updaten. So, und jetzt schlagen wir das Schätzchen mal auf. Enthalten sind ein Flyer zu Leuchtturm 1917 und noch eine Dankeskarte vom Leuchtturm Verlag. Hier haben wir schon mal die Prägung direkt auf der ersten Seite, what and why, und dazwischen eben, was die Methodik an sich schon mal perfekt widerspiegelt. Grid Guide. Das ist nämlich eine Seite, die deine komplette Dottung der Seiten aufzeigt und dir hier schon wunderbar alle möglichen Einteilungen deiner einzelnen Seiten und Zeilen gibt. So musst du eigentlich nur auf die Seite zurückschlagen und kannst ruckzuck abzählen, wie du deine Seite in die Hälfte, zwei Drittel oder je nach Belieben und hier angezeigt gestalten willst. Hier ist noch Platz für Persönliches, wenn du das Buch aufschlägst, um dann direkt zum Key zu kommen. Und hier hast du eben in der Legende schon Vorgaben, welche Symbole hier für welche Abkürzung bei dir stehen können. Das sind die typischen Symbole, die eben Ryder Carroll in der Bullet Journaling Methode benutzt. Auf Seite 3 finden wir die Intentions, also sozusagen der Sinn hinter dem Ganzen. Um dann ab Seite 4 mit dem Index weiterzumachen. Der zieht sich bis Seite 8 und wir kommen auf die Future Log Seite. Um dann ab Seite 12 hier komplett mit Dotted Papier weitermachen zu können. Also wenn man sein Bullet Journal ruckzuck gestalten will, dann helfen definitiv diese wunderbar überdachten Punkte. Denn die zeigen dir, wie du deine Seite in der Hälfte oder eben auch in drei Teile aufteilen kannst. Gerade für die Wochenübersicht einfach genial. Wie du siehst, sind alle Seiten komplett durchnummeriert. Das zieht sich bis nach hinten auf Seite 206. Definitiv hilfreich sind hier diese Sticker, die im Bullet Journal enthalten sind. Du hast auf der einen Seite die kompletten Daten von 1 bis 31, um 12 Mal deine Monatsübersicht gestalten zu können. Das typische Logo des Bullet Journals und das auch noch in einem schönen Rose Gold. Ein paar Punkte auch noch im Rose Gold gehalten und auch großartig ein paar Wochentage hier als Sticker vorbereitet. Außerdem in einem hübschen Rose Gold auch noch die Monate. Also das ist wirklich gut überdacht. Auf der letzten Seite bzw. im Einband hinten ist nicht nur eine Froschtasche, sondern auch noch ein Heft. Und das finde ich richtig toll, denn in diesem Heft ist die komplette Methodik von Ryder Carroll nochmal erklärt. Und richtig gut daran finde ich, dass man das Ganze rausnehmen kann, denn ich brauche diese Seiten nicht für mein Bullet Journal. Das gestalte ich lieber selber, habe aber hier trotzdem vorgedruckt die Möglichkeiten, mir nochmal alles anzuschauen. Wenn man es aber eben nicht braucht, verbraucht es keinen Platz im Journal selbst. Vorhanden ist natürlich auch die Gummilasche und das Bullet Journal kommt mit drei Lesebändern.
Das Papier ist 120 Gramm pro Quadratmeter stark. Das bedeutet, es ist 40 Gramm pro Quadratmeter stärker als die gängigen Modelle vom Leuchtturm. Denn die sind mit 80 Gramm pro Quadratmeter eher so von der dünneren Sorte, zwar qualitativ hochwertig, aber man hat immer die komplette Vorderseite, die durchscheint. Auch die Dotterung finde ich großartig in einem ganz dezenten Grauton. Gut erkennbar, aber eben nicht zu prägnant. Die 206 nummerierten Seiten kommen in einem cremefarbenen, leicht elfenbeinfarbenen Ton. Zum Binden wurde hier eine Fadenheftung benutzt. Der komplette Buchblock ist also mit Fadenheftung fixiert. Das Buch kommt im A5-Format mit 14,5 x 21 cm. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was die Seiten so können und ob da wirklich nichts durchscheint. Am liebsten gehe ich ja mit Farbe ran, deswegen würde ich sagen, wir markieren hier einfach mal und zeichnen auch ein bisschen nach und aus mit den gängigsten Stiften, die ich so verwende. Das Schreibgefühl oder auch Auftragen von Farbe ist wirklich angenehm. Die Seiten sind schön glatt, aber man hat trotzdem gleich das Gefühl, dass die Farbe greift und schön von der Seite aufgenommen wird. Und genau das teste ich jetzt mal aus, indem ich einfach mit meinem Feinliner nochmal über die Farbe draufgehe und schaue, wie sie getrocknet ist. Da spricht definitiv die sonst schon super gute Qualität von den Leuchtturm Bullet Journal Seiten für sich. Denn das Auftragen ging butterweich und ich habe kein Ausfransen der Farbe, weil noch zu viel Feuchtigkeit in der Seite liegt. Hier ist wirklich ein wunderschönes Schreiben möglich. Und wenn ich umblätter, sieht man definitiv einen leichten Schein durch. Ich habe aber weder ein Durchbluten der Farbe noch ein wirkliches sogenanntes Ghosting. Ich benutze ja wahnsinnig gerne Pinsel und Farbe im Bullet Journal und ich gucke einfach mal, wie es funktioniert. Meistens sind die Seiten dafür ja überhaupt nicht geeignet, aber ich habe 160 Gramm starkes Papier in meinem Bullet Journal und mal gucken, ob das bei diesem mit 120 Gramm pro Quadratmeter auch gut klappt. Also ich muss sagen, für den ersten Versuch lässt sich die Farbe auf jeden Fall jetzt ganz spontan richtig gut auftragen. Wenn ich umblätter, sehe ich natürlich hier so eine ganz leichte Veränderung der Struktur des Papieres. Aber das habe ich definitiv auch in anderen Journalen mit stärkerem Papier. Auch dieses kleine Experiment spricht wieder dafür, dass die Qualität der einzelnen Seiten wirklich hochwertig ist. Und es manchmal nicht nur darauf ankommt, wie stark, sondern auch wie qualitativ hochwertig ein Papier ist. Mein Fazit ist definitiv, dass dieses Bullet Journal für 22,95 Euro hier mit einer Top-Preis-Leistungs-Qualität daherkommt.